Ah, hey. Einen wunderschönen. Herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Ich weiß nicht, wo wir aufgehört haben. Wir hatten jetzt den Gärtner, der eigentlich gar kein Gärtner ist. Ah ja, diese Tante verschweigt uns irgendwas bei Woodman's Lee. Die Oma. Die werden wir jetzt mal ausquetschen, meine Freunde. Los jetzt. Dann stellen wir die Oma mal zur Rede. Komm mal ran auf den Meter. Sind die da nicht auf dem Kopf? Ist das ihr Hut oder was? Ah, tatsächlich. Schaut ja furchtbar aus. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? So, Gefühle, romantische Briefe. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him. Not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. Was hat denn getan? Hat vielleicht deinen Mann abgemoxt? Killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Ein Scheißdreck lasse ich dich allein. Du kannst auch mit auf die Wache kommen und dann klären wir das da. Managed to find any sailors. Oder auch nicht. So. Nachforschung über Verdächtigen Liam Hurtley abgeschlossen. Wir können etwas deduzieren. Harmloser Flirt. Es ist bestätigt, dass Liam Hurtley mit Peter Careys Frau geflirtet und sich in sie verliebt hat. Allerdings das Ganze nicht über zärtliche, aber harmlose Gespräche und Briefe hinaus. Oh! Hurtleys Anwesenheit in Woodman's Lee in der Mordnacht geht auf seine Zuneigung für Judith Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. War er es jetzt oder war er es nicht? Anscheinend ja wohl nicht. Dann müssen wir nach Hause und gucken, ob der ein paar Seemänner bekommen hat. Baker Street. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Hugh Pattens, Matrose. James Lancaster, Steuermann, Patrick Kearns, Harpunier, Rolf Talbot, Matrose, John Yorks, Mutje, Pablo Coventrao, Harpunier, vor einer Woche verstorben. Shit. Wen brauchen wir denn? Einen Steuermann, oder? This is interesting. Let us review the other sailors. Das ist ein Matrose. This is interesting. Let us review the other sailors. Haben wir irgendwelche Namen? This is interesting. Let us review. This is interesting. Let us. This is interesting. Das waren doch jetzt alle. Interesting. This man is a harpooner, and his initials. Ach so. EC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Habe ich den Harpunier nicht angeklickt? Das ist ja der einzige, der Sinn macht. Could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Und das ist definitiv unser Mörder. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Da mach mal platt. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. So, dann fahren wir zur Sea Witch. Sea Unicorn. Achso, Sea Unicorn war das B. Haben wir wieder was? Der raucht nicht. Und wenn der Tabakbeutel Patrick Cairns gehört, zeigt das, dass er am Tatort war. Aber das muss zuerst bewiesen werden. No problem. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Oh, better dress as a sailor. Watson! Oh, da sind sie. Brauche ein Seemannkostüm. What should we do next, Holmes? Ich brauche ein Seemannkostüm. What should we do next? Okay, ich habe bestimmt eins bei mir drin. Gucken wir mal, ob wir ein Sailors-Kostüm haben. Haben wir, weiß ich sogar, hatte ich sogar schon an. Zack. Euch noch so einen Seemannhut. Haben wir einen Seemannhut? Ja, sowas hier, oder? So eine Matrosenmütze. Oh, das sieht doch matrosig aus. Wo ist Sea-Witch? Kneipe Sea-Witch. So, da la, wo ist er denn? Er macht Armdrücken, hat's geheißen. Wer drückt denn hier Arme? Bist du das? Patrick Cairns. Wo stelle ich mir einen Seemann vor? Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Ist aber teuer.
Betrachten Sie den Gesichtsausdruck von Patrick Cairns, um seine Aktion zu erkennen. Dann greifen wir mal an, Leute. Ich halte. Er drückt dagegen. Zack. Mach jetzt! Mach doch! Nein, mach! Wow. You are lucky! Ich war einfach besser als du, Schwächling, Alter. Jetzt machen wir erstmal wieder einen Style-Check. Alter, goldener Ohrring. Uiuiui. Iced out, ich seh schon. Tattoo natürlich brauchst du. Gelbe Fingernägel. Ja, weil er Raucher ist, ne? Kräftige Arme, nicht kräftig genug. Billige Kleidung. Junge, da reißt du nix. Ach so, wahrscheinlich muss er halt jetzt Hacke werden oder so, keine Ahnung. You're a good type. Seems you've managed to settle down. Not all that much. Why do you say poor? You're not working. I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So as a result, I find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter. Black Peter. We sailed to the Cape of Good Hope. Jetzt haben wir ihn erwischt, den Freundchen. Jetzt haben wir ihn. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. Liar, a violent too, swinging those fists of his around. He's a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes, I was told terrible tales about Black Peter. Was Sir Roger, ist der auch tot? You ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she had foundered, and they made for the Norwegian coast in a dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye, even stranger. Die Kiste, die weg ist. The second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Der hat die Kiste gemopst. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night, 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us, all right? Of course. Jeden. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Tabakbeutel unterschieben. Da muss ich jetzt aber nach hinten und zack. Nach unten. Oh Gott. Here it is. So, dann muss ich jetzt wirklich auf Toilette gehen? Nee. La la la. Ich habe so schön gepinkelt. Hallo, Patrick. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well... Oh, na, hol mich doch. Oh, it is. Jetzt hammer dich, Freundchen. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe, if you like, I. Ja, weil ich mit einem Mörder rumschippern will. Time to leave.
So. Ja, für mich ist der Fall gelöst, aber... Patrick Cairns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war und damit auch, dass er der Täter ist. Er hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war, aber nicht notwendigerweise, dass er auch der Täter ist. Ah, wenn man so einen richtig räudigen Plot-Twist bekommt, dann kann es sein, dass er nicht der Täter war. Ich gehe ganz stark davon aus. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Careys Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit. Ach so, ja, ja. Hey, jetzt kommt's. Nelligan, sein Vater, war der, wo mit der Blechkiste auf dem Schiff vom Schwarzen Peter war. Schwarzer Peter hat ihn dann getötet. Der Kollege weiß das, wollte die Wertpapiere auch klauen. Liam Hurtley hat Judith Carey so sehr geliebt, dass seine Eifersucht ihn dazu getrieben haben könnte, einen Mord zu begehen. Nein, das glaube ich nicht. Sich in sie verliebt hat. Allerdings ging das Ganze nicht über zärtliche... Ja, das glaube ich nämlich. So, was haben wir jetzt hier? Hurtleys Motiv. Liam Hurtleys Verhältnis mit Judith Carey gibt ihm ein Motiv für den Mord an Pete. Gibt ihm ein Motiv, aber er war es nicht. Hurtleys Anwesenheit in Woodman's Lee in der Mordnacht geht auf seine Zuneigung für Judith Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. Das glaube ich. Lösen Sie den Fall, indem Sie... Oh, okay. Tatsächlich. Ja, große Kraft. Er muss ein Harpunier gewesen sein. Ist er ja. Von den Wertpapieren hat er gewusst. Und der Tabakbeutel, ja, es war Cairns. Cairns ist der Täter. Cairns ist der Täter. Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet. Cairns ist Harpunier, sein Tabakbeutel wurde in Careys Hütte gefunden. Keine Gnade für Cairns. Patrick Cairns ist ein kaltblütiger Mörder. Er hat Peter Carey ermordet und muss dafür mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Gnade für Cairns. Patrick Cairns hat Peter Carey getötet, aber es war kein vorsätzlicher Mord. Er handelte in Notwehr gegen einen bewaffneten und betrunkenen, aggressiven Seemann. Eieiei, was machen wir denn da? Peter Carey war bewaffnet, er hatte ein Messer. Das lag am Tatort. Und betrunken war er wahrscheinlich auch, weil es stand Alkohol da. Untersuchung fortsetzen. Ich muss vorher noch gucken, ob das Messer von Peter Carey war. Das müssen wir noch schnell nachschauen. Ach, das kann ich auch hier nachschauen, oder? Messer. Ein scharfes Messer wurde vor dem Boden neben der Leiche von Peter Carey gefunden. Die Klinge weist keine Spuren der Benutzung auf. Wollte er sich vielleicht einfach nur verteidigen? Ich sage, der handelte in Notwehr. So, moralische Entscheidung bestätigen. Ja. Am nächsten Tag. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No. My name is Sherlock Holmes. That detective fella. So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. Ich war ja so gut verkleidet. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. Davon bin ich ausgegangen. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? Genau wie ich gesagt habe. Return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? Was? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? Aber der muss doch trotzdem zur Rechenschaft gezogen werden. Der muss ja auch wegen Notwehr vor Gericht, oder? We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes.
You sent me a message via your little thug. His name is Wiggins, Inspector. Telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. Ah. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favorite. I need it. Peter! Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. Your father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me, this is extraordinary. You are a genius. So nennt man mich. That may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes, and thank you. A thousand times thank you. Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet, einem Harpunier, und damit der Einzige, der solch einen genauen und kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Careys Hütte gefunden. Er hat jedoch in Notwehr gegen einen bewaffneten und betrunkenen aggressiven Seemann gehandelt. Sie haben entschieden, Gnade walten zu lassen. Gefundene Hinweise 16, Schlussfolgerung. Cairns ist der Täter. Entscheidung, Gnade für Cairns. Halten, um Entscheidung zur Überprüfung. Zu überprüfen. Achtung, Spoilergefahr. Wie kann er mich denn da spoilern? Cairns ist der Täter. 16 von 16. Entscheidung, Gnade für Cairns. Wieso ist das nicht grün? Entscheidung bestätigen. Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden Sie die Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentane Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Ja, ich bin mal sicher, ne? Ihre Einstufung, Persönlichkeitseinstufung, verständnisvoll. Bei Statistik Spieler mit derselben Lösung für den Fall 80%, Spieler mit derselben moralischen Entscheidung 60%. Ist noch die Mehrheit, kann ich mitleben. Ja, Leute, wir haben unseren ersten Fall bei Sherlock Holmes gelöst. Wie nicht anders zu erwarten, haben wir selbstverständlich alles richtig gemacht. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Fall. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und bis dahin eine schöne Zeit.